Kannst du bitte aufhören, Frauen zu folgen, die dir nicht zurückfolgen? Denn das ist die Definition von einem Simp. Ich kenne so viele Männer, die hängen am Handy und sind so, boah, ist das eine geile Sau, mit der würde ich gerne mal was zu tun haben, mit der will ich was tun. Und am Ende des Tages, weißt du, was passiert? Nichts. Denn deine Traumfrau, während du dir am Handy diese Sachen anschaust, von Mädels, die überhaupt, also überhaupt kein Interesse an dir haben, deine Traumfrau ist währenddessen im Gym, die arbeitet an sich, die geht ihren Zielen nach und was tust du? Super, super attraktive Frau. Was tust du damit? Das Einzige, was du damit tust, ist, du verschwendest deine Zeit und Opportunitätskosten. Ich mache dieses Video aus einem bestimmten Grund. Ich habe gestern ein Reel auf Instagram hochgeladen, wo ich genau über diese Thematik rede. Und so viele Frauen haben mir geschrieben und meinen so, Matt, das stimmt. Wenn ich einen Typen kennenlerne und mir dann den Instagram-Account von diesem Typen anschaue und der die ganze Zeit irgendwelchen Mädels folgt, die er nicht kennt, das ist schon ziemlich aussagekräftig. Es ist eine Sache, wenn die Mädels dir zurückfolgen, aber es ist eine andere Sache, wenn die Mädels nichts mit dir zu tun haben. Und was passiert? Die sind dann so, oh, okay, der hat dann in seinem Leben anscheinend nichts Besseres zu tun, der rennt Frauen hinterher und weil er die ganze Zeit diesen Frauen hinterher rennt, tut er wahrscheinlich sonst nichts. Und ich weiß noch, wo ich damals auf einem Event war. Es war in Berlin. Es war so ein Event, Unternehmer-Event. Ich habe mit einem Typen geredet und der meinte, ja, mit den Frauen läuft gerade nicht. Ich fokussiere mich mehr auf mich selber. Weißt du, da kam diese Lüge mit, ich fokussiere mich auf mich selber. Und ich dachte mir so, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall ist. Wie dem auch sei, er hat dann angefangen, darüber zu reden, dass er eben im Unternehmen so vieles macht und gerade ist ein Umschwung, ja, ja, ja. Dann gucke ich mir seinen Instagram-Account an und da gibt es ja diese, da gibt's diese For You-Page, also das heißt, diese eine Seite, wo du schauen kannst, was normalerweise dir geht, also wo du Vorschläge bekommst und so weiter und so fort. Und als ich mir diese Seite angeguckt habe, da waren nur halbnackte Frauen. Ich weiß, soll ich dem jetzt sagen, dass er sich eigentlich komplett selber eine Lüge erzählt, dass diese Selbstsabotage so weit geht, dass er sagt, ja, ich konzentriere mich auf mich selber, aber in Wahrheit wahrscheinlich extrem viele Schmuddelfilme konsumiert und auf Instagram eben diesen Mädels folgt, dachte ich mir so, nee, weißt du was, muss nicht sein. Er hat mich nicht danach gefragt, warum soll ich ihm das sagen? Wie dem auch sei, ich sage es dir, weil es ist eine Sache, den Mädels zu folgen, okay? Aber es ist eine ganz andere Sache, dass du deine Zeit mit solchen Dingen verschwendest, weil die Zeit, die du da rein investierst, die kannst du weitaus besser nutzen. Und du kannst die Zeit nutzen, um an deinen Social Skills zu arbeiten. Du kannst die Zeit nutzen, um mehr aus dir zu machen. Du kannst die Zeit nutzen, um so viel besser zu werden. Aber was tust du? Du folgst irgendwelchen Randoms, die überhaupt keinen Wert auf dich setzen. Witzigerweise, ich habe einige Freundinnen, die diese gesamte, wie kann ich das jetzt so formulieren, dass YouTube mich nicht bannt, diese ganze FO-Geschichte machen. Also wenn du das umdrehst, dann wirst du wissen, was das ist. Das ist dieser eine Hype, wo Mädels Bilder von sich posten können und andere Männer eben diese Bilder kaufen. Wie dem auch sei. Ich habe einige Freundinnen, die das machen und selbst die meinten zu mir, ey, weißt du was, Matt, stimmt 100%. So, ich finde es super unattraktiv. Jeder Typ, der auch nur ansatzweise mich bezahlt, mit dem will ich niemals was zu tun haben. Facts. Weil das sagt einfach aus, dass du keine Optionen hast. Das sagt aus, dass du nichts in deinem Leben tust, was wirklich, also jetzt mal Hand aufs Herz, was wirklich produktiv ist und was dich langfristig weiterbringt. Und dann am Ende hängst du da und denkst dir so, ich verstehe nicht, warum das nicht mit den Frauen klappt. Alles, was du tust in deinem Leben, deutet auf etwas anderes hin, deutet darauf hin, wie du als Mensch bist und was du als Mensch tust. Und ich sage dir eine Sache, wenn du nicht mehr in so einer Situation sein willst, musst du darauf achten, was die Kleinigkeiten sind in deinem Leben. Denn wenn du zum Beispiel einer Frau hinterherrennst, dann sagt das sehr viel über deinen Charakter aus. Das sagt meistens so eine Sache wie, du bist so unkomfortabel mit dir selber, du bist so in deinem eigenen Film, dass du gar nicht bemerkst, dass du eben nach vorne hinterher rennst. Weil, wie gesagt, die Zeit, die du da reinsteckst, die kannst du genauso gut irgendwo anders reinstecken. Und eine Frau, die das bemerkt, ist so, okay, warte mal ganz kurz, wenn er mir hinterher rennt, heißt das, dass er keine anderen Optionen hat. Und weil er keine anderen Optionen hat,
ist er wahrscheinlich nicht attraktiv. Deswegen achte darauf, was du tust. Die kleinen Dinge, die du am Tag tust, die Dinge, die so absolut unwichtig erscheinen, führen am Ende des Tages dazu, dass du ein großes Bild von dir hast. Und andere Leute, selbst wenn deine Eigenwahrnehmung ist, ja, ich bin so ein richtiger Macher und ich bin dies und das und jenes, die Fremdwahrnehmung kann eine komplett andere sein. Und nur weil du dich so siehst, und natürlich ist es wichtig, wie du dich selber siehst, können andere Leute dich ganz anders wahrnehmen. Und meistens führt es sogar dazu, dass wenn da ein zu großer Bruch ist zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, dass du damit konfrontiert wirst und dass es unangenehm ist und dass sich das nicht gut anfühlt. Und jetzt will ich, dass du in den Spiegel schaust und dich fragst, okay, stehst du mit deinem Datingleben, mit deiner persönlichen Weiterentwicklung, stehst du wirklich da, wo du sein willst? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was damit anfangen. Lässt es nicht zu sehr an dein Ego kommen. Oder vielleicht lass es doch an dein Ego kommen, weil dann geht dein Ego kaputt und dann kannst du auch wirklich was machen. Nutz das. Entfolge bitte allen Frauen, die dir nicht zurückfolgen auf Instagram und verschwende deine Zeit nicht mit sowas. Sondern lern wirklich Frauen kennen. Es gibt sehr viele tolle Frauen, die nur darauf warten, dass du sie kennenlernst, aber auch nur, wenn du die beste Version deiner selbst bist. Peace.